Sali, ich bin der Morris, Koch EFZ im dritten Lehrjahr. Ich bin der Gino, ebenfalls Koch EFZ im zweiten Lehrjahr. Hier bei uns im Bifang Wohn- und Pflegezentrum in Wollen. Heute zeigen wir dir, was wir alltäglich in unserer Küche machen. Komm doch mit! Die verschiedenen Schnittarten werden in diesen drei Lehrjahren immer wieder geübt. Es ist wichtig, dass die gleichmäßig ausgeführt werden. Unsere Berufsbildner unterstützen uns dabei tatkräftig und schauen, dass wir genau nach Vorgaben ausgebildet werden. Die Herstellung von Dessert gehört ebenso zu den vielseitigen Aufgaben, die du als Koch erlernst. Bei uns werden vor allem Mousse, Creme, Kuchen und Torten noch selber von Hand hergestellt und jeden Tag für unsere Bewohner schön ausgarniert. Das Zubereiten von Fleischgerichten, ob anbraten, dünsten, schmoren oder backen im Ofen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ausbildung. Unsere täglichen Menüs sind so geschrieben, dass wir die verschiedenen Zubereitungsarten immer wieder repetieren können und so für die Abschlussprüfung gut vorbereitet sind. Um den Einstieg in die Berufswelt einfacher zu gestalten, gibt es für alle neuen Lernenden eine Einführungswoche. Da werden uns alle Bereichsleitenden, die ganze Geschäftsführung und alle Abteilungen gezeigt. Dank unserem jährlichen Weiterbildungsprogramm können wir immer wieder Neues erlernen. Neben berufsspezifischen Weiterbildungen kann man auch themenübergreifende Kurse besuchen und so sein Wissen stetig erweitern. Haben wir jetzt dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich doch bei uns für die Lehre als Koch. Wir freuen uns auf dich. Bis bald im Bifang.